Wie das möglich sein soll, fragst du. Okay, ich zeige dir jetzt mal, wie das bei mir funktioniert. Dazu öffne ich erstmal iTunes. Mein iPod ist momentan nicht eingesteckt. Das sieht man jetzt hier auf der linken Seite. Und ich habe ihn auf automatisch synchronisieren gestellt und ich stecke den iPod jetzt mal ein. Das dauert natürlich irgendwie ganz kurz, bis der in iTunes angezeigt wird. Und dann werde ich dir mal zeigen, dass ich den iPod trotz automatischer Synchronisation in iTunes trotzdem entfernen kann. Mein iPod wird angezeigt. Hier ist er zu sehen. Also auf dem Schreibtisch wird er schon angezeigt. Und in iTunes wird er hier angezeigt. Der wird jetzt synchronisiert kurz. Die Optionen, die du gesucht hast, sind hier zu finden. Ich blätter ein Stückchen nach unten. So, und das wäre dieser Punkt hier. Verwendung als Volume aktivieren. Es wird noch synchronisiert. Das dauert vielleicht noch ganz kurz. Und dann aktiviere ich mal als Volume. Okay, die Synchronisation ist hier abgeschlossen. Mein iPod ist in iTunes immer noch zu sehen. Auf meinem Schreibtisch ist er nicht mehr zu sehen. Und ich kann jetzt hier, wenn ich will, Verwendung als Volume aktivieren. So, mein iPod, wie gesagt, ist hier in iTunes noch zu sehen. Und auf dem Display steht noch dran momentan, bitte nicht trennen. Da warte ich auch noch kurz darauf. So, auf dem iPod ist jetzt mein normales Menü zu sehen. Ich kann jetzt mein iPod einfach trennen. Und in iTunes ist er immer noch zu sehen. Und ich kann jetzt immer noch Verwendung als Volume aktivieren. Das mache ich jetzt mal. Ich klicke es einmal an. Okay, hier diese Frage. Bemerkung. Aktivieren. Er ist nicht auf dem Schreibtisch zu sehen. Wenn ich auf Anwenden klicke, dann wird jetzt wieder, steht bei mir auf dem iPod auf dem Display drauf, bitte nicht trennen. In iTunes ist er immer noch zu sehen. Und auf der rechten Seite hier auf dem Schreibtisch ist er jetzt als Volume markiert. Und es steht auf meinem iPod auch drauf, bitte nicht trennen. Und zwar so lange, bis ich ihn manuell trenne. Ich hoffe, das funktioniert bei dir auch genauso. Wenn nicht, dann frag einfach nochmal.